Bei der gestrigen I2B-Veranstaltung gingen Vertreter aus Wirtschaft und Politik der Frage nach, wie eine Absenkung von CO2 erfolgreich umgesetzt werden kann. Professor Claudia Kempfert informierte über die aktuelle Entwicklung bei der Einsparung von CO2. Der Markt entwickelt sich gerade erst und im Bereich erneuerbare Energien sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Auch im Bereich Energiesparen. Nachhaltige Mobilität kommt jetzt noch hinzu, das heißt weggehen vom Öl, auch immer mehr Energie einzusparen. Da sind Techniken gefragt, die auch aus Deutschland kommen müssen. Auch aus der Chemiebranche als alternative Antriebstechniken und Antriebsstoffe. Da ist noch eine lange Reise zu gehen, aber wie gesagt, sind enorme wirtschaftliche Chancen, die jedes Unternehmen ja auch zum Ziel führen kann. Das Land Bremen wäre von den Folgen des Klimawandels direkt betroffen. Wir liegen ja unweit der Küste und wenn der Meeresspiegel ansteigen würde, wären wir davon in ganz erheblicher Weise betroffen. Deswegen haben wir ein elementares Interesse am Klimaschutz und wir haben da ja auch einiges zu bieten. Bremen, aber die Nordwestregion insgesamt mit der Windenergie, aber auch mit Energieeinspartechnologien. Laut Umweltressort soll der CO2-Ausstoß in Bremen bis zum Jahre 2020 um 40% gesenkt werden.